Jo, und die nächste Mission. Hill 400, 1944. Bin ich mal gespannt. Es gehört ja auf jeden Fall noch zu der amerikanischen Kampagne. 7. Dezember 1944. Alliierte Einheiten überqueren die Grenze zwischen Belgien und Deutschland. Sie treffen auf schweren Widerstand nahe Bergstein. Bei der kleinen Stadt liegt ein Hügel, der den Deutschen einen optimalen Überblick über sämtliche Einheiten in allen Richtungen verschafft. Vernichtende Artillerieschläge, die von hier koordiniert werden, sorgen für unzählige Verluste bei den Alliierten. Das 2. US-Ranger-Bataillon bereitet sich auf die Einnahme des Hügels vor, um den Deutschen ihren Vorteil zu nehmen. 6. Dezember 1944, 12:30 Uhr, Bergstein, Deutschland. Heftiger Regen, 6 Grad. Wir haben die letzten Wochen damit verbracht, die Stellung ein paar Meilen hinter den deutschen Grenzen zu halten. Wir saßen in Schützenlöchern, froren im kalten Regen und lagen sowohl am Tage wie auch in der Nacht unter sporadischen Artilleriebeschuss. Heute soll sich daran etwas ändern. Unser Trupp hat den Befehl erhalten, ans andere Ende von Bergstein vorzurücken und die Stadt für den morgigen Angriff auf den Hügel zu sichern. Alles muss besser sein, als hier den ganzen Tag zu sitzen und zu hoffen, nicht von einem 88er erwischt zu werden. Corporal Bill Taylor, die Kompanie 2. Ranger Bataillon. Herhören! Das Bataillon will, dass wir uns am Morgen Abend oben auf dem Hügel den Arsch abfrieren. Vorher vertreiben wir die Deutschen aus dem kleinen Ort. Na, bei mir bleiben! Ich bin direkt dahinter! Apropos vertreiben, ich vertreibe entweder auch einige Zuschauer, denn fast 96% tatsächlich der Zuschauer sind noch keine Abonnenten. Es ist gar nicht so schwer. Bla bla bla. Trick, den jeder YouTuber nutzt. Ja, aber hilft. Damit der Kanal wächst und besser wird. Und euer Feedback ist mir auch immer sehr wichtig. Also, wenn ihr meint, hey, es ist ganz cool, was du machst, aber es geht noch besser, weil das und das, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich gebe mir größte Mühe, mich zu verbessern. Das war gar nicht so doof gelöst. Ja. Oh, da war der schneller als ich. Der auch. Okay. Verstecken uns hinter der toten Kuh. Na, tut mir leid. Da muss ich auf das deutsche Gewehr wechseln. MP40 ist da doch irgendwie besser, was meinen Be Geschmack betrifft. Ja, okay. Ich möchte mir nicht zu sehr auf die Schultern klopfen, aber ich glaube, ich bin hier in der Truppe der wichtigste Mann. Rennt doch mal ohne mich los. Ja. Das wäre mit mir nicht passiert. So. Andere Straßenseite.
Na, kommt da raus. Na. Kommst zurück in dein Haus, liegen da zig tote Soldaten rum. Nee, Leute, ich mach das schon. Alles gut. Sergeant Randall. Da hinten. Okay, die Straße ist dicht. Wir müssen jetzt nach Osten. Und los! War das Absicht? Es wirkt so, oder? Was hat man hier nochmal? Feindliche Truppen! Nehmen den Sandsäcken! Okay, lädt er scheinbar nur automatisch nach. Wir brauchen Sperrfeuer. So, MP40 Munition haben wir auf jeden Fall wieder gut. Würde ich sagen, das ist fertig, das Haus. Da gehen wir nicht lang, das sind Minen. Dann gehen wir doch mal durch das Haus durch und schon auf der anderen Seite. Nein. Die MP40 würde ich dann doch nochmal tauschen. Haben wir hier noch irgendwo ein bisschen... Na. Moment, ich wollte durch das Haus durch. Oh, hier. Ich muss gestehen, ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass jetzt welche von hinten kommen. Ich habe einfach gedacht, da ist irgendwie einer aus meiner Truppe, der halt nicht ganz so clever ist. Aber... Ich wollte gerade sagen, da ist doch einer. Ja, dann gehen wir mal rein ins Haus. Meine Güte. Das war's? Echt? Aber ich glaube, da oben der gerade geschossen hat,
ist dann doch ein bisschen eng, ne? Der Munition. Da geht's durch. Herrscher, mit mir kommen. Bevor man die gleich im Nacken hat. Lieber einmal kurz oben gucken. Hätte ich gerade gedacht, naja, laufen wir lieber rein. Okay. Wollte gerade sagen, scheint sauber, aber irgendwie interessiert das die anderen nicht so sehr, wenn die hier rumrennen. Alles Paletti oder was? So, hier rein, da raus. Na, bei mir bleiben! Vorsicht, MG42! MG42, Zurückfall! Taylor, rauf da! Und schalten Sie das MG42 aus! Los, Taylor, Bewegung! Deutsche, bei den Sandsäcken da! Er schießt sie! Der Panzerfaustmann. Muss mal kurz einen Schluck trinken und da hinten müssen wir einen Panzer kaputt machen. Sofort. Hätten wir noch einfacher lösen können, Leute, ehrlich. Alles muss man selber machen hier. Komm, öffne die Tür mit der Bazooka. Tür auftreten und Granate rein. Bereit? Wer wirft? Ach, guck an, da haben wir. Reiniger, Reiniger in Deckung. Reiniger. Also wirklich, was können tun die ja auch nicht, ne? Was ist denn da noch? Ja, das Fahrzeug, ne? Das werden wir noch sprengen müssen. Mach auf da. Brick Bazooka. Woher zum Teufel kommt der Name? Brick Bazooka. Sagt mir irgendwie. Ja, besser als auf die eigenen Leute, würde ich sagen, ne? Oh. Ja, ich glaube, ich muss mal gerade auf deutsche Gewehre wechseln hier. Schaffst du. Schaffst du.
Boah. Ziel erfüllt, Däumchen hoch. Okay, Leute. Der war billig, aber. Wart auf den Rest der Kompanie. Vorsicht vor Gegenangriffen. Der Hügel nördlich ist voller Deutscher. Morgen früh gehen wir da hinauf und schalten sie aus. Trupp 3, ausschwärmen! Juhu! 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 Stellen Sie Wachen an der Kreuzung auf! Durchsucht die Typen nach Infos! Macht die Flanke dicht! Private, überprüfen wir die Straße. Ja, ja, ja. Und Cut. Wir müssen unsere Inseln verteidigen, egal zu welchem Preis. Wir müssen an den Stränden und Landezonen kämpfen. Wir müssen in den Feldern und auf den Straßen kämpfen. Und wir müssen auf den Hügeln kämpfen. Wir werden uns nicht ergeben. Winston Churchill, das hatten wir jetzt schon x-mal. Wir machen weiter. 7. Dezember 1944. 5.30 Uhr. Bergstein, Deutschland, bedeckt 7 Grad. In 2 Stunden greifen wir den Hügel an und werden der dauerhaften Bombardierung den ganzen um ganz Bergstein herum ein Ende bereiten. Das wird sicherlich kein leichtes Unterfangen. Diverse Minenfelder, Stacheldrahthindernisse und MG-Nester stehen noch zwischen uns und dem Ziel. Es gibt kaum einen Zentimeter, den die Deutschen auf dem Hügel nicht mit Mörsern erreichen können. Der Trupp deckt sich noch mit ein paar zusätzlichen Rauchgranaten ein. Bei einem derart starken Beschuss gibt es auf dem Hügel fast nichts mehr, wohinter man sich noch verstecken könnte. Corporal Bill Taylor, die Company 2. Ranger Bataillon. Hier lautet der Befehl, Sir! Die Deutschen haben uns fast am Arsch! Ruhe! Ich muss nachdenken! Dann denken Sie mal schnell nach, Mac! Scheiße! Wir können hier nicht bleiben! Wir müssen weg! Weg! Lieutenant! Schnappt euch die Bastarde! Was machen Sie denn da? Wir laufen! Wir schreien! Verdammt, die schießen auch auf mich. Dass ich tatsächlich getroffen habe. Tag. Man muss aber gut sein, ne? Wie wär's denn mal mit einem Snipergewehr hier? Deutsche Granate! Der hier! Die Deutschen! Auf der anderen Seite der Fässer da! Östlich von uns!
gewesen. Ne, da ist schon wieder einer. Hoppala. Ich wollte gerade sagen, die treffen nur nicht so gut wie ich in dem Moment. Völlig daneben. Ich glaube, ich muss einfach weiter nach vorne, sonst dauert das ewig hier. Was ist denn mit der Rauchgranate? Dauer. Oh. Ich stehe aber mal mittendrin. Business as usual. Sorry, aber... Ein bisschen verdient war das schon, oder? Ah, nee, 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 hier ist noch ein, okay. Jetzt wahrscheinlich hier irgendwo weiter. Innenpoppes. Da oben, bei der Kiste. Dem Fass. Ja gut, dass sie die im Bunker haben, das ist ja jetzt auch nichts Neues.
Gut, dass er das nochmal gesagt hat. Dann gehen wir erstmal hier rein. Bring mich locker aus der Hüfte. Alles erledigen. Oh, warte, Moment. Das ist das, was ich wollte. Ah, besser. Das war gar nicht schlecht. Da hat er sich aber gewundert. Ich habe irgendwie das Gefühl, was übersprungen zu haben. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie viel so Granaten in der Singleplayer-Kampagne wirklich bringen. Sagen, ist halt noch ein bisschen was los. Mörser, Panzerwerfer. Okay. Das ist die Idee, die auch. Ja. Rollig, wie er lang gesprungen ist.
Haben wir schon mal eine Mörsertruppe kaputt gemacht? Woher kommen denn die Schüsse jetzt noch? Nein, nein! Oh nein, nein, nein! Warum hängen die denn da ab? Ja, der ist böse. Hat einen Schnauzbart. Ich wollte gerade sagen, ich meine, wie schlecht kann ich denn schießen, bitteschön. Gibt's doch gar nicht. Warte mal, was haben wir denn noch offen? Scheiden Sie Mörserteams auf dem Hügel aus. Eins übrig. Oh, da hinten soll das sein, ne? Jetzt ist das Mörserteam da, oder? Sichern Sie die Spitze des Hügels. Hab ich den dann irgendwie doch erwischt, oder was? Ziel erfüllt. Okay, gut. Das war wild. Sieg. Was kann ein Mann mehr tun als sein Bestes? Ja, das hatten wir auch schon mehrfach. Ja, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch ein Däumchen nach oben da oder abonniert den Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, falls ihr Fragen habt, Ideen habt oder sonst was, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.